Srebrenica ist weit weg von Salzburg. Und doch ganz nah. Genau wie Hassan. Deswegen sind wir hier. Wegen seiner Geschichte. Ich bin Hassan Nurhanovic. Meinen Vater, Ibro, habe ich 2006 bestattet. 11 Jahre nach dem Genozid. Meine Mutter Nasiha und meinen Bruder Mohammed 2010. 15 Jahre danach. Ich will meine Familie davon überzeugen, Bosnien zu verlassen, so rasch wie möglich. Wir bleiben hier. Alles andere kommt für mich nicht in Frage. Lass meine Kinder in Ruhe! Lass mir meine Kinder! Angst. Dreck. Schreie. Hätte ich doch dies auf dich gehört! Du! Du bist schuld! Du allein! Wegen dir stecken wir hier fest! Lauf! Und du hast uns auch in diese Scheiße gerettet! Niemand sonst! Lauf! Alles nur wegen dir! Halt den Mund! Hör auf! Wenn es nicht anders geht, versuchen Sie mit Weizenspreu und Baumwurzeln zu überleben. Während die Läuse und Krebsmilben sich verdünnen werden. Wenn es wirklich ans Sterben geht, erzählt nur die einzelne Familie. Jede für sich. Hassan, hör auf, für mich bei diesen Arschlöchern zu betteln. Ich sehe die Blauhelme Bier trinken und den Doors lauschen, während direkt gegenüber meine Leute exekutiert werden.